Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich bin der Dicke. Und wie ihr seht, ja, wir haben einen neuen Account. Und zwar, ich habe ja, wie gesagt, eine Collector's Edition hinterhergeschmissen gekriegt. Und die kann ich jetzt leider nicht mehr so gut verkaufen, weil StarCraft runtergesetzt wurde. Und eben weil es runtergesetzt wurde, dachte ich mir, wieso eigentlich nicht? Ja, dann benutze ich jetzt diesen Account für Terraner und Zerg, immer abwechselnd, wenn ich es nicht vergesse. Und ja, dann sieht man auch mal die anderen Rassen. Kann ich selbst auch mal für mich ein bisschen üben. Vielleicht werde ich auch nicht alle Spiele aufnehmen wie auf meinem anderen Account. Da muss ich auch nochmal überlegen. Aber nun ja, dann starten wir jetzt erstmal ins Spiel mit einer neuen Rasse. Zwei Terraner erstmal. Pervis Overgrowth. Und wir ja, spielen gegen den Zerg, ein TVZ. Das bedeutet, wir werden möglichst früh auf Hellions gehen, ein bisschen Bio hinterher, ein Reaper Scout, also Standardzeug im TVZ, soweit ich weiß. Ich selbst habe ja früher mal ein bisschen Zerg gespielt, aber das ist schon Ewigkeiten her. Und aus der Terraner-Sicht habe ich halt nur so gut wie nie ein TVZ gespielt, ab und zu mal gegen Jan oder so. Und ja, dann werde ich das jetzt mal ein bisschen meinen ja, Vorwissen mehr oder weniger, werde ich das jetzt mal ausbauen. Werde ich jetzt hier einfach ganz normal Arbeiter bauen als Terraner. Erstmal bei 10 versorgen, Depot bauen, die haben ja, jede CC bringt ja 11. Wenn wir jetzt gleich hier unsere Racks hinterher schmeißen, unbedingt eine Wall, weil wir keine Nahkämpfer haben, die total stark sind, wie zum Beispiel Berserker. Marines in der Eco-Line sind wohl, ja, die kann man zum Deffen benutzen, aber empfehlenswert sieht anders aus. Dann werden wir jetzt direkt Gas nehmen. Und dann werden wir später ja, unser OC anfangen und Reaper machen. Werden wir auch mit dem Reaper scouten gehen. Und ja, dann brauchen wir kein Scouting-SCV oder so. Aber ich mache doch gerne hier mit dem Depot jetzt gleich zu. Sonst könnte es sein, dass da jetzt gleich die Zerglinge durchrasen und da habe ich auch keine Lust dran. Okay, jetzt fangen wir unsere OC an und haben perfekt 50 Mineralien, 50 Gas. Dann werden wir den Arbeiter gleich benutzen, um unsere zweite Basis zu bauen. Wir werden insgesamt auf 3 Reaper gehen, das ist die perfekte Anzahl, um zu harrassen. Geht das SCV mal dahin. Wir lassen die Wall zu, weil Reaper ja über Klippen springen können, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle. Und dann machen wir da mal mit dem Reaper Go. Okay, er schickt seinen Overlord ziemlich mutig rein. Dritten Reaper hinterher. Und dann gucken wir uns meiner Basis um. Wenn wir jetzt unsere Facts bauen. Also nehmen wir das zweite Gas. Depot brauchen wir gerade auch noch. Schmeißen wir noch eine Mule. Und dann werden wir jetzt mit den Reapern Stress machen. Machen wir hier noch einen Reaktor dran. Um gleich doppelt Hellion zu gehen. Werde ich hier gleich noch meine Wall langsam anfangen. Drei Reaper sind jetzt da. Gut, die Queen haben wir schon mal. Jetzt hängen wir jetzt noch ein paar Drohnen.
Okay, und dann gehen wir weg. Dann werden wir jetzt so ein bisschen. Wie heißt das nochmal? Genau, Add-on-Roulette spielen. Einmal so ein bisschen alles tauschen. Oh, Speed. Verdammt, da haben wir jetzt alle Reaper verloren. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber nun ja, das ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt noch Stim anfangen, Marodeure produzieren. Die Windows-Taste. Oder irgendwas mit Windows hat da gepiept. Machen wir noch Double Engineering Bay. Und dann fangen wir mit Banshees an. Auch mit Cloak. Dann werden wir mal langsam ein bisschen Druck machen. Da wird auch schon die nächste Basis angefangen von ihm. Oh. Haben wir auch schon direkt unseren ersten Erfolg gekriegt. Wir auch hier unsere dritte Basis schon anfangen. Machen wir jetzt mal zusätzliche Rexes. Brauchen wir ja unbedingt. Und werden dann hier zumachen. Ach fuck. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Na, ja, nicht so schlimm. Jetzt haben wir Banshees, mit denen wir Stress machen können. Okay, die Hedge geht down, das ist toll. Auch noch ein Waffenlager. Machen wir noch weitere Kasernen. Wenn wir jetzt einfach gegen reparieren, sollte ja wohl reichen. Okay. Okay, oh, und wir kriegen Achievements ohne Ende. Ist auch nice. Okay, und dann können wir jetzt langsam anfangen, unser Bio zu produzieren. Machen wir hier noch einen Bunker hin. Da sind auch unsere Banshees, die haben auch noch überlebt. Was brauchen wir noch? Ah gut, nächstes Angriff-Upgrades haben wir schon erforscht. Machen wir noch Widowmines. Haben wir gar kein Ding jetzt hier. Ach, verdammt. Diesen Supply Block. Da müssen wir auch noch was gegen machen.
Da ist noch ein Overlord, aber der interessiert uns jetzt nicht. Wir werden jetzt einfach mal Go machen. Irgendwie geht mal da rein. Okay. Unsere Banshees werden sich da jetzt hinstellen einfach. Und dann automatisch alles angreifen, was so hier vorbeikommt. Okay, gut. Und noch ein Achievement, das ist nice. Schreibt er GG. Dann haben wir auch schon gewonnen. Und das bedeutet, ah ja, wir kriegen ja erstmal Achievements. Und ja, Wettarmee. Terra immer ziemlich stark. Apparate Ressourcen. Und dann können wir uns ja mal angucken, welche Liga er immer war. Ja, okay, gut, Gold. Dann wissen wir schon mal, in welche Richtung wir eingestuft werden. Als nächstes kommt Zerg dran. Ich persönlich spiele Terra ein bisschen lieber als Zerg. Terra sogar eigentlich noch lieber als Protoss. Und mit Protoss bin ich halt noch ein bisschen stärker als mit Terra. Oh, da haben wir einen Platin, der Zufall spielt. Da können wir jetzt auch gegen vorgehen. Vielleicht können wir ihn ja nicht fragen, welche Rasse er hat. Ich hoffe mir mal sowas auf wie ein ZVZ oder so. Das wird ziemlich viel Spaß machen. Immer mit Ling und Baning und den ganzen Kram. Aber ich werde einfach mal nicht nachfragen. Weil wenn jemand random spielt, dann soll er daraus auch den Vorteil erschließen, dass ich dann nicht weiß, welche Rasse er hat. Ist ja sozusagen seine Belohnung, dass er alle drei Rassen drauf haben muss. Oder er rusht einfach, das geht auch. bei Zerg, den Overlord immer bei 9. Drohnen dann immer komplett durchpumpen. Man kann auch den Assimilator, den Extraktor-Trick machen mit 75 Mineralien, aber ist es mir irgendwie nicht wert. Irgendwie, man verliert da ja 6 Mineralien bei, wenn man Extraktor macht und abbricht. Ein kleines bisschen Mining Time noch und ja, im Grunde, es lohnt sich eigentlich nicht. Das verstehe ich auch gar nicht, warum so Spieler wie Jadong zum Beispiel das immer noch machen. Aber nun ja. Werde ich jetzt einfach aus Sicherheit ein 14 Pool spielen. 14 Pool into 15 Hedge oder 16 Hedge. Mal gucken. Weiter Drohnen produzieren. Oh, er ist Zerg. Das bedeutet Planänderung. Wir nehmen uns Gas. Der Overlord wird sich jetzt hier hinstellen. Hier vor die Base. Ja, da kommt schon eine Drohne rüber. Interessant. Machen wir jetzt einen Overlord bei 15. Damit wir gleich unsere Queen schon machen können. Deswegen bauen wir gleich. Ach, da sind schon Zerglinge auf dem Weg, okay. Einverstanden. Ah, der Overlord, der geht dahin. Beobachtet dann alles. Wenn wir ein paar Drohnen hier abziehen, um den Spinecrawler zu töten, der hier gerade gebaut wird. Ups. Das hat nicht ganz funktioniert. Gut. Der ist weg. Den
Spinecrawler setzen wir jetzt mal hier vorne. Der Overlord von ihm stirbt jetzt hier. Okay, und er hat kaum Drohnen. Das ist gut für uns. Jetzt verliert er auch noch einen Overlord. Also im Grunde perfekte Ausgangssituation. Machen wir jetzt mal ein Baneling Nest, um komplett sicher zu sein. Und wegen solchen Aktionen sollte man halt, wenn es denn geht, nicht unbedingt, wie heißt das? Nicht unbedingt irgendwie 15 Hedge spielen oder so, das ist nämlich manchmal echt gefährlich. Speed habe ich auch gleich durch. Die Overlords schauen sich hier mal ein bisschen um. Jetzt mache ich mal Go, weil er hat ja vorher kein Gas abgenommen, hat kein Gas abgeerntet. Das heißt, das werde ich jetzt aufnutzen, um ihn einfach zu töten. Gut, seine Zerklinge kommen auch alle nach Hause. Das ist toll. Der Overlord bleibt hier, um zu gucken, ob da Wendlinge kommen. Oh, das sind ganz schön viele Banelinge. Ah, nun ja, es passt ja. Werden wir außerdem jetzt eine Drohne zum Exo machen. Nach unten schicken. Und da lief da das Game. Da sieht, da kommen Banelinge ohne Ende. Und das bedeutet, wir machen direkt weiter mit Terraner. War das ein 6-Pool oder? Na, war tatsächlich ein 7-Pool. Dafür war das Ganze aber ein bisschen spät irgendwie. Naja. Nicht schlimm und stört's nicht, solange wir gewinnen. Dann werde ich jetzt wahrscheinlich den ersten Part komplett benutzen, um ja, direkt in die Liga zu kommen. Also keine Lust jetzt irgendwie großartig eine Zwischenpause zu machen. Ich denke mal, das passt ja. Werden wir vielleicht jetzt die eine oder andere Rush-Taktik mal versuchen, irgendwie One-Base oder so. Ja, jetzt warten wir auf den Gegner und finden auch direkt einen. Wieder ein Zufall. Diesmal auch wieder ein Platin, aber andere Map. Diesmal Wildwuchs. Und ja, wir sind Terraner. Schreiben wir Good Luck have fun. Und werden jetzt standardmäßig unser ganzes Zeug bauen. Eine Wall machen wir auch unbedingt. Ist einfach Pflicht, geht nicht anders. Außerdem werden wir, wenn wir jetzt hier das SCV hinschicken, sehen, falls er irgendwie in Base irgendwas plant. Weil unser SV hat ja hier Vision. Und wenn er jetzt eine Sonde reinfährt, dann würden wir es sehen. Allerdings werde ich jetzt mit dem SV nach der Kaserne auch wahrscheinlich scouten. Damit ich weiß, gegen welche Rasse wir spielen. Werde ich jetzt hier meine Rex hinsetzen. Und jetzt weiter Arbeiter produzieren. Und außerdem werde ich jetzt doch Gas nehmen, um eine Reaper-Echse zu machen. Gegen alle drei Rassen kann man die nämlich verwenden. Deswegen, wieso eigentlich nicht? Ein SCV wird nach unten gehen, dahin gehen und dann zum Gegner. Das sind nämlich die Standard-Proxy-Locations für sowas wie irgendwie Proxy-Eingate oder so. Und daran möchte ich eigentlich nicht sterben. Zumachen werden wir vorerst nicht, es sei denn, unser SCV sieht irgendwas Bestimmtes. Oh, was ist mit dem denn? Wohl doch, ja, wir werden direkt jetzt zumachen.
Oh, Overlord. Perfekt. Das heißt, wir werden gleich wieder zurückgehen. Und hier gleich unsere Echse pflanzen. Wenn wir dieselbe Strategie wie vorher spielen. Warten wir jetzt auf den Reaper. Können wir mal gucken, wo der Overlord hin ist. Der ist wahrscheinlich hier oben. Okay, der Reaper macht sich jetzt auf. Dann werden wir jetzt hier unsere Echse schmeißen. Ja, Reaper brauchen ja ziemlich lange zum Produzieren, merke ich gerade. Gut, eine haben wir schon mal. Okay, da haben wir die nächsten. Hier haben wir nichts Besonderes. Allerdings fangen wir jetzt unsere dritte CC an. Hier Zerklinge und Mass. Aber nun ja, das interessiert uns nicht. Wir werden einfach kiten, was das Zeug hält. Dann machen wir uns auch direkt auf zu seiner Basis. Schmeißen wir noch Mules. Oh. Gut, die haben wir auch gekriegt. Wenn wir jetzt hier Gas nehmen, dem SCV auch. Gucken wir mal, ob er seine nächste Echse schon geplant hat. Ja, die hat er sogar schon im Bau. Machen wir jetzt Stim. Oh, wir haben ganz vergessen, Hellions anzuschmeißen, natürlich. Jetzt gucken. Ah, da sind ein paar Linge zum Absnacken. Oh, oder auch nicht. Die haben Speed. Oh, verdammt. Verpasst so. Ist nicht unbedingt schlimm. Hab ein paar Arbeiter verloren, aber er hat dafür ganz viele Larven investiert. Block. Oh, verdammt. Wo kommen die denn her? Ja, dann müssen wir unsere ganze Armee wieder zurückbewegen. Ja, töten kann man uns damit nicht. Höchstens so ein bisschen Damage machen. Das passt soweit.
in Rally Points umsetzen. Wenn wir jetzt 1-1 anfangen. Die Kaserne tun wir dahin. Okay, haben wir jetzt noch hier Helens, die repariert werden müssen. Machen wir auch. Hier zwei Versorgungsdepots hin. Oh, das auch reparieren bitte. Machen wir jetzt ein Waffenlager. Und werden die Fabrik nicht weiter benutzen. Werden dann auf Bio gehen. Werden einfach massig Racks adden wieder. Und dann machen wir mal Go. Der Overlord schiebt dann auch. Das ist gut. Machen wir mehr Versorgungsdepots. Da ein Hellion hin, da auch ein Hellion hin. Setzen wir da unsere dritte Echse. Oh, da haben wir schon keine Mineralien mehr. Hat er Zeug? Nö, hat er nicht. Okay, dann. Wenn wir jetzt hier einfach mal reinstimmen. Ach, ups. Falscher. Oh, da sind Zerklinge. Aber ich denke mal, wir müssen unser Bio aushalten mit 1-1. Und dann werden wir unseren Gegner jetzt einfach überrennen. Ah, haben wir schon wieder Supply Block ohne Ende. Ja, daran muss ich noch arbeiten. Als Terra macht man, kriegt man ziemlich schnell Supply und ich habe kein Marine Shield angefangen. Ich kack nur. Okay, und dann werden wir jetzt einfach mal reinpushen und ihn, denke ich, mal töten. Schreibt er GG und er gibt auf. Aber dann jetzt so schnell wie möglich direkt das nächste Game. Huch. Glückssträhne schon. Irgendwie als Terra, da haben wir ja jetzt bis jetzt gefühlt überhaupt nicht dominiert und haben wir trotzdem so viele Punkte gehabt. Vielleicht ist mein Gefühl bei Terra ein bisschen anders, was Einheiten und so weiter angeht und Eco-Vorteil. Etc. Brauchen wir noch zwei weitere Spiele, um in der Liga platziert zu werden. Wir können uns ja mal das Profil von unserem Kollegen hier angucken. Okay, 74-85 hat dann Zufall gespielt. Ja, er spielt immer Zufall. Seine beste Rasse ist mit Abstand Protoss. Der schlechteste Terra, okay. War jetzt Zerg. Zerg gegen Terra hat er auch nur 38%, also auch massiv Probleme mit. Oh ja, wir können es ja mal auch angucken, gegen wen er sonst so spielt. Auch gegen Platin. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich relativ hohe Gegner noch kriegen. Als letztere. Oh, da haben wir schon wieder einen Zufall. Aber diesmal ein Diamant-Spieler. Schauen wir auch. Lecker Fun wieder.
wenn wir jetzt mit unserem Overlord auf Scouten gehen. Richtung Natural. Bei 10 machen wir unseren nächsten Overlord. Den nächsten Overlord, den schicken wir hier in diese Richtung. Richtung dritte. Oder Richtung, erstmal Richtung Rampe. Ist wichtiger. Falls das Zerg ist, hat wir dann auf dem Weg die Zerglinge sehen. Deswegen werde ich jetzt auch 14 Pool schmeißen wieder. So, alles fertig. Das heißt, ich kann meine Drohnen weitermachen. Weiter mit Oralien ausgeben. Als Zerg am Anfang halt. Oder generell, als Zerg braucht man kaum Gebäude. Das Tolle an der Rasse. Problem ist, man muss immer wieder injecten. Für manche mehr oder weniger ein Problem. Ja, okay, 14, das heißt, wir bauen jetzt unseren Pool, damit wir gegen Early Aggression sicher sind, bevor wir da später ein Problem mitkriegen. Weiter Drohnen machen. Jetzt haben wir noch keine gegnerischen Einheiten gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Oder obwohl, ja, ich würde doch gerne wissen, was der Gegner für eine Rasse ist. Ach, das war ein Missklick. Ein übler. Habe ich einmal wahrscheinlich Steuerung aus Versehen gedrückt gehalten. Das darf nicht passieren. Machen wir jetzt unsere Hedge hier an. Machen wir jetzt unsere Queen. Hoffen wir erst Protoss. Spiele ich am liebsten gegen. Sowohl als Terra als auch als Zerg. Oh. Okay. Marine kommt. Mit anderen Worten, wir werden jetzt gleich die Zergling-Produktion starten. Okay, hier ist noch nichts. Gut. Ich will trotzdem mal einen Spinecrawler bauen. Denn wir sehen hier nichts. Wir hier noch auch eine Queen machen. Und dann mit Queens erstmal alles deffen. Wenn es da denn überhaupt was zu deffen gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Unsere Basen mit Creep connecten. Ist immer ganz wichtig. Und dann hören wir jetzt erstmal auf, Gas zu meinen. Dann starten wir auf Speed. Hier noch ein Overlord hin. Der andere kommt hier hin. Wenn wir weiter Drohnen machen. Ein Zergling wird sich das jetzt hier angucken, was da los ist. Okay. Nicht sicher. Ich werde mal aus Sicherheit Spockwaller bauen. Ja, gucken, ob wir gleich. Oh, haben keine Overlords. So, ich habe schon einen gebaut, das ist gut. Dort geht man nach hier oben hin. Wenn wir weiter drohen. Außerdem setzen wir jetzt einen Rotron. Und ist unser Speed fertig. Gut, hier im Moment. Das heißt, wir könnten Stress machen, wenn wir denn wollten. Was macht er denn die ganze Zeit? Also wundere ich mich jetzt doch. Oh, ein Tank. Ups. Was macht ein Tank da?
Also das wundert mich jetzt doch ein bisschen. Na egal, das heißt, wir drohen erstmal durch. Falls uns nicht interessiert. Machen erstmal überall Gase hin. Könnten wir theoretisch mal. In unseren Zergling mal reingehen und gucken. Okay. Da ist ein Tank. Kein Problem. Also ein bisschen Druck einfach mal. Wieso auch nicht? Oh. Okay. Ich habe schon erwartet, dass sowas kommt. Natürlich doof jetzt für uns. Scheiße. Naja, kein Problem. Wenn wir jetzt einfach mal weiter expandieren und hoffen, dass wir nicht dagegen sterben. Ups. Ja, die Basis werden wir wahrscheinlich auch noch verlieren. Aber nicht so schlimm. Jedenfalls eine interessante Strategie, gegen die wir da spielen. Dann müssen wir jetzt ein Leer anfangen. Da hätte ich aber früher Acht geben müssen drauf. Da kommen weitere Banshees an. Dann dürfen wir jetzt hier unseren Leer nicht daran verlieren, sonst haben wir ein Problem. Jetzt frage ich mich doch lieber, ob Hydras oder was anderes. Ich habe keinen Pool mehr. Ist auch doof. Okay, machen wir jetzt ein Hydra denn. Ja, da werden wir einfach mal aufgeben. Puh. Nicht so schlimm. Wenn wir einfach weiter mit Terra machen. Aber das geht mir auch schon doch ein bisschen auf den Sack, wenn ich gegen sowas da immer verliere. Weil irgendwie, das hätte ich ja eigentlich vermeiden müssen. Dann haben wir diesmal einen Zerg. Auch wieder Diamantliga. Heißt, wir könnten, glaube ich, definitiv Platin eingestuft werden. Was schon relativ hoch ist. Wenn wir jetzt auf Foxtrot Labor spielen. Foxtrot Labor ist, ja, da kann man ja
nicht übereinander spawnen, weil Spawn Locations dann so ein bisschen zu nah dran wären. Und gut, Lacker fahren noch. Und dann, ja, werde ich jetzt mal auf dieser Map mein Glück versuchen. Ich werde auch wieder vorne zumachen. Problem ist hier, die Natural, die ist extrem weit offen. Das bedeutet, wir müssen da echt aufpassen und am besten gut zuholen. Oder wir machen es gleich hier vorne, was aber, was ich nicht so sehr mag. Wenn er jetzt eine Six bekommt, dann bin ich direkt tot. Da habe ich nicht unbedingt Lust drauf. Aber wir sind Terraner, das heißt, wir werden jetzt wieder eine Reaper-Exe schmeißen. Aber da verteilen wir auch ein bisschen, ist immer ganz wichtig. Wohl nicht unbedingt so wichtig, aber man kann es machen, gibt einen kleinen Bonus. Und ja, wieso auch nicht? Wenn wir jetzt hier noch unsere Rex schmeißen und dann gleich danach unser Gas nehmen. Mit dem SCV werden wir nicht scouten gehen, wo der Gegner ist, denn ich denke mal, das haben wir nicht unbedingt nötig zu machen. Werde ich, glaube ich, schon. Sollte man machen eigentlich. Das ging Zerg immer empfehlenswert. Egal was kommt, ob Watches oder irgendein anderes Zeug. Zerglinge, Bandlinge, meistens so das, was im Early Game so auftritt. Was Queens eher nicht, weil die halt extrem langsam sind. Ist ja auch alles. Es gibt viele Fantasiestrategien, sag ich mal. Ich habe schon alles gesehen. Okay, dann werden wir jetzt hier unser Depot schmeißen. Der Reaper wird nach unten links gerallied. Ich hoffe mal, dass der Gegner auch dann direkt da ist. Wenn nicht, dann ja auch nicht so schlimm. Jetzt gibt es als Terra gerade eigentlich gar nichts zu tun, außer weiter Reaper machen und jetzt ein, zwei Mules schmeißen. Reaper jetzt. Oh, da geht's auch lang. Auch interessant. Wusste ich gar nicht. Also, ja, dann wird er hier langfahren. Und da ist keine Exe. Das bedeutet, entweder er cheest uns. Oder, ja, er ist an einer anderen Position. Was die wahrscheinlichere Variante war. Mal gleich auch möglicherweise direkt unsere dritte Rex. Ach nee, nicht dritte Rex. Unsere dritte, wie heißt sie? Unsere dritte CC. Haben wir hier noch Mulen. Zerglinge werden verfolgen und töten. Vielleicht hat er ja auch einen Rush vor, weil. Oh, ich habe den Reaktor vergessen, das ist natürlich schade. Okay, dann werden sich die Reaper jetzt aufmachen. Insgesamt 6 Zerglinge gekillt, das ist gar nicht schlecht. Noch eine Rex machen. Oh. Wenn wir jetzt auch einmal scannen. Okay, also er speedet auf dem Weg und macht und erntet weiter Gas ab. Das ist doch sehr interessant. Wenn wir jetzt mit der Fax Hellions produzieren. Okay, dann machen wir jetzt hier weiter Arbeiter. Werden unsere
CC ein bisschen morphen. Fangen wir noch Stim an. Dann weiter Hellion Spam. Da können wir ja gleich mal versuchen, einmal reinzubrechen. Nehmen wir da auch noch Gas. Wenn wir weiter Hellions machen. Ups. Fangen wir nochmal Windschild an. Dann wir noch weiter. Machine Dogs jetzt bauen. Lassen wir unseren Supply noch ein bisschen hochpushen. Und dann werden wir mal Go machen. Oh. Habe ich jetzt falsche Hotkeys gedrückt? Hoch. Ah, da hätte er eigentlich ein paar Hellions von uns gecatcht. Noch nicht so schlimm. War ja nur fast. Ich habe auch keine Ahnung, warum unser Rally Point da immer hingeht. Können wir so in der Eco-Line so ein bisschen rumragen. Oh Gott. Ah, da kommt auch ein Spire. Auch interessant. Und ja, wir haben keinen Raumhafen. Meine Fresse, ich bin nur am Failen gerade irgendwie. Dritte CC kann jetzt mal hier hin. Wenn wir mal weiter Produktionsgebäude machen. Denn irgendwie bringt das ja so alles nix. Deswegen werden wir jetzt gegen Mutas aufrüsten. Helfen legen wir auch noch auf einen Hotkey. Die Fabrik tun wir mal weg davon. Gas nehmen wir auch direkt. Werden wir jetzt hier auch noch einen Sensorturm hinschmeißen, damit wir Zergling Runways und sowas sehen. Ist immer ganz wichtig. Das sollten wir doch eigentlich clearen können. Ja. Locker. Na, wir haben wieder Supply Block. Keine Ahnung, irgendwie achte ich auf sowas nicht. Wo ist denn meine Restarmee? Was ist das? Ist alles das, was überlebt hat oder was? Ich habe 4 Marines da einladen. Direkt auf 125 gesprungen von 137. Werden wir ja auch hier direkt unsere nächste Echse machen. Und dann werden wir einfach mal Go machen. Sollten wir ja genug haben, um ihn gleich eigentlich zu töten.
Medivacs am besten nicht vorfliegen. Windschild habe ich auf dem Weg. Nächsten Upgrades auch. Das ist gut. Vielleicht noch ein paar mehr Produktionsgebäude. Haben wir so ein bisschen Marine Splitting betrieben. Oh ja, dort ging noch besser aus als gedacht. Hat er denn für Upgrades? Hat er 0-0? Ne, der hat 1-1. Okay. Das ist aber jetzt interessant, warum der nur so wenig Upgrades. Ach, warum ich trotzdem zerfetzt habe. Lustiger an Terra ist ja. Man kann so viele Einheiten verlieren, wie man will. Und hat irgendwie dieselbe Armee in 20 Sekunden nochmal. Können wir weiter stimmen? Wir haben ja Medivacs ohne Ende. Die Upgrades sind auch durch. 3-3 wird angefangen. Unbedingt. Ups, das war nicht so gut. Naja, egal, es reicht ja also. Ich meine, wir sind immer noch auf 180 Supply. Keine Ahnung. Irgendwie so Terra-Builds, da bin ich nicht so gut drin. Und was Erfahrung bzw. Reaktion auf verschiedene Strategien angeht. Aber jetzt Micro und Einheiten produzieren klappt eigentlich einigermaßen. Deswegen, ja, wir sind auch eingestuft worden. Direkt ein Platin. Wieso auch nicht? Und ja, ich denke mal, das Video war jetzt lang genug. Unsere Einstufung hat lang genug gedauert. Da sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.